Es ist Jae-sung Lee, ne? Der bekannte Treter aus Südkorea. Der also ich finde, diese Statistiken sagen auch nicht viel aus. Ne? Ja, moin moin und hallo zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Talk aus dem Gutenberg. An meiner Seite Holstein-Reporter Niklas Schomburg, ich bin Holstein-Reporter Marco Nehme. Wie ihr seht, wir sitzen ein bisschen weiter auseinander als sonst. Auch bei uns ist der Lockdown angekommen. Wir wollen hier kein Risiko eingehen. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich intensiv wieder unsere Argumente austauschen. Und ich würde sagen, let's get ready to rumble. Ja, also das ist in meinen Augen schlicht zu viel. Es tut mir leid. Also schon wieder eine rote Karte. Du schwächst dich wieder selbst. Platz 1 in der Unfairness-Tabelle. Ja, also ich finde das überhaupt nicht schlimm jetzt. Sieht natürlich doof aus, wenn du da 18er bist in der Fairness-Tabelle. Aber was bringt dir Platz 1 in der Fairness-Tabelle? Das ist jetzt nichts, was sich bei Holstein durchzieht. Holstein in den letzten beiden Saisons jeweils 4. in der Fairness-Tabelle gewesen. Ich glaube, das steckt jetzt nicht in der DNA der Mannschaft, dass man da hackt und ruppt wie sonst was. Naja, aber da muss ich mir ja trotzdem fragen, woran liegt es denn jetzt gerade? Und für mich ist einfach das auch ein Ausdruck, dass man da in gewissen Situationen schlicht nicht hinterherkommt. Gerade auch die rote Karte jetzt in Aue. Klassisch in dieser ersten Phase, bisschen mentale Überforderung vielleicht von Aue, die draufgegangen sind, Holstein damit so ein bisschen den Schneid abgekauft haben und es war einfach dann vielleicht eine Reaktion darauf und auch eine Unkonzentriertheit, die man sich in der zweiten Liga so einfach nicht erlauben darf. Du kannst das jetzt nicht auf die Fülle der Karten beziehen, dass wirklich jede gelbe, jede rote, die Holstein bisher kassiert hat, darauf zurückzuführen ist. Die Fülle der 19 gelben Karten bisher ist jetzt nicht auf unkonzentriert oder überhart zurückzuführen. Wir haben Spieltag 6. Das ist erstmal auch ein statistischer Ausreißer vielleicht jetzt. Klingt viel, 19 gelbe Karten. Dazu gehört auch, es war die eine oder andere Schiedsrichterleistung auch dabei, die jetzt vielleicht auch nicht ganz so souverän war. Die eine oder andere Karte hätte man durchaus stecken lassen können mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Und dann finde ich ja auch noch, eine gelbe Karte ist ein legitimes taktisches Mittel. Du kannst ein taktisches Foul ziehen, nimmst dafür die gelbe Karte in Kauf. Das kann auch clever sein. Ich habe lieber 19 gelbe Karten als 19 Gegentore. Du sagst, wir sind Spieltag 6, aber auf Dauer verlierst du dann immer wieder Spieler, sei es jetzt durch Rotsperren oder auch irgendwann mal durch Gelbsperren. Ja, also Hollerbach-Syndrom braucht keine Mannschaft. Oder Klaus Jasula, nichts gegen Klaus Jasula. Wir werden ihn am Montag sehen im Holstein-Stadion. Ja, wenn der dreimal in der Saison ausfällt wegen der Gelbsperre, dann ist das einfach eine Schwächung, die sich vermeiden lässt. Natürlich, klar, aber wie ich schon sagte, es steckt nicht in der DNA der Mannschaft. Es muss nicht die logische Folge des Kieler Spiels sein, dass man sich jetzt zig gelbe Karten holt. Du musst natürlich auch ein bisschen die Statistiken sehen. Holstein bisher in allen 6 Spielen 67 Mal zum Foul gegriffen. Damit auf welchem Platz in der Foul-Tabelle? Platz 16. Also es steckt jetzt nicht wirklich in der Mannschaft, dass man eine Tretertruppe ist, sondern eher das Gegenteil. Ne? Aber wenn, dann richtig, offensichtlich. Noch eine weitere Statistik. Wer ist der Spieler von Holstein mit den meisten Fouls? Positionsgetreu wahrscheinlich der defensive Mittelfeldspieler. Würde man denken, es ist Jae-sung Lee, ne? Der bekannte Treter aus Südkorea. Der also ich finde, diese Statistiken sagen auch nicht viel aus. Ne? Und trotzdem bleibe ich dabei, einfach ein bisschen wacher sein im Kopf. Dann muss man vielleicht auch nicht immer zu diesem Mittel greifen. Und die ersten Spiele, wo es deutlich weniger war, haben ja gezeigt, dass Holstein es auch so verteidigen kann. Ich würde sagen, am Montag nehmen wir die eine oder andere gelbe Karte durchaus in Kauf, wenn die 3 Punkte in Kiel bleiben, oder? Auch das. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall lass Jani Gelios im Tor. Er hat die Spiele bewiesen, dass er es kann. Und für mich ist er aktuell der Stammtorwart. Kann ich total nachvollziehen. Aber ich erwarte so eine Leistung auch von der Nummer 2. Also du stellst dir ja ein Torwartteam so zusammen, dass du möglichst nicht den Leistungsabfall von der Nummer 1 zur Nummer 2 hast. Du willst ja genau das von deiner Nummer 2 haben, dass sie die Nummer 1 so vertritt, wie es Jannis Gelios im Moment macht. Hätte ich so nicht erwartet, auch dass er in der Lage ist, Holstein wirklich Punkte festzuhalten. Aber ich erwarte das von der Nummer 2. Aber es muss dann doch auch irgendwie belohnt werden. Also es kann ja nicht sein, dass von vornherein gesagt wird, du hältst super, du bescherst uns die Punkte und jetzt kommt der Stammkeeper nach 3 Wochen wieder, dann... Danke, aber setz dich hin. Da gehört auch zur Wahrheit, dass sich Thomas Dehne ja bisher nichts zu Schulden hat kommen lassen. Was kann er für seine Covid-19-Erkrankung? Der hat echt 3 beschissene Wochen hinter sich. Das ist einfach so. Mit schwach positiv, falsch positiv, negativ Test. Keiner weiß, was Phase war. Ich finde, der Verein hat es genau richtig gemacht. Ihn lieber
länger als kürzer rauszunehmen, ihn von der Mannschaft zu separieren, aber dann darfst du ihn auch nicht bestrafen, wenn er jetzt wieder da ist. Ja, aber gleichzeitig ist eben dieses länger rausnehmen, finde ich, auch ein Argument pro Gelios, denn der hat einfach die letzten Wochen mit der Mannschaft gespielt und vor allen Dingen auch trainiert. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass man sich individuell, auch wenn man dann vielleicht wieder gesund ist und noch nicht wieder im Mannschaftstraining ist, sich zwar fit halten kann, aber es ersetzt ja kein Mannschaftstraining. Und gerade vor so einem Montagabend-Flutlichtspiel gegen den HSV, wo es auf Kleinigkeiten ankommen wird, würde ich jetzt nicht Thomas Dehne nach einer halben Trainingswoche vielleicht gemeinsam dann ins Tor stellen. Ich würde auch sagen, Gelios ist für mich gegen den HSV der logischere Torwart, die logischere Nummer 1. Auf Sicht, wenn wir jetzt mal weiterschauen, nach der Länderspielpause, da sehe ich aber wieder Thomas Dehne als Nummer 1. Für mich ist einfach völlig klar, Thomas Dehne ist der Torwart, der besser ist im Spiel mit Ball am Fuß. Ole Werner ist ein Kombinationstrainer, ist ein Trainer, der Ballbesitzfokus hat. Und als solcher würde ich mich immer für den Torwart entscheiden, der besser mit dem Ball am Fuß ist. Dehne ist ja auf der Linie jetzt auch keine Null. Er hat sich dann jetzt noch nicht so oft auszeichnen können. Nein, das ist klar. Und es ist für mich ganz klar und wichtig auch festzustellen, selbst wenn jetzt Gelios weiter im Tor bleibt, ist es ja keine Entscheidung gegen Thomas Dehne in dem Moment, sondern eine für Yannis Gelios. Wir haben es auch oft gesehen im Profifußball, dass eben eine Nummer 2 überhaupt erst durch den Ausfall der Nummer 1 dann reingekommen ist und da Weltkarrieren drauf aufgebaut worden sind. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, nur das ist Leistungssport. Wenn beide wieder voll auf Augenhöhe trainieren, dann kannst du es ja immer noch neu bewerten und vielleicht geht dann sogar durch die Pause Thomas Dehne mit einem kleinen Vorsprung in das Rennen, um das neue Rennen um die Nummer 1. Aber ich sage, gib Yanni Gelios eine faire Chance. Nach der Länderspielpause wird man sehen, wer dann im Tor steht, dürfte eigentlich als Nummer 1 in den Rest der Hinrunde gehen. Das denke ich auch. Man muss den HSV stoppen. Also Terodde ist ein Mosaiksteinchen in einem derzeit wirklich starken HSV, aber halt auch nur ein Spieler von 11 auf dem Platz. Du musst da mit einer mannschaftlich geschlossenen, mit einer mannschaftstaktisch reifen Leistung diesen Spieler aus dem Spiel nehmen, aber dich wirklich nicht zu sehr auf ihn fokussieren. Da wirklich zu doll drauf zu gehen, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber trotzdem ist Terodde einfach ein viel zitierter Unterschiedsspieler. Und da wäre es fahrlässig, in dieses Spiel zu gehen und zu sagen, wir verteidigen gegen 11 HSVer. Also da muss ich ein Auge auf Terodde haben, auch wenn ich dann ihn vielleicht nicht direkt an die Kette lege. Aber ich muss meinen Spielern mitgeben, wie kann ich ihn verteidigen. Und da gibt es Mittel und Wege. Vor der Hereingabe Körperkontakt, das ist das A und O. Du musst ihm den Raum nehmen, zum Beispiel beim Kopfball. Genau. Du musst gute Übergaben auch haben. Kommunikation. Genau, Kommunikation, ne? Mund auf. Ne? Das wird wichtig sein. Ich habe aber das Gefühl, Holstein kriegt das über Großteile der Saison bisher ganz gut hin. Das ist wichtig für die Übergaben, für das Kettenverhalten. Das wird wichtig sein, dass man das wirklich über 90 Minuten durchzieht, aber ich würde mich da nicht zu sehr dann halt auf den Terodde fokussieren. Es muss natürlich situativ sein, das ist klar. Wir können nicht über 90 Minuten hier dann eindimensional werden in der Defensive. Aber das ist ja Holstein auch nicht. Das passt nicht zu Holstein. Es ist immer wieder Lösung finden und es ist aber Holstein sein. Und da gehört, was du gerade gesagt hast, auch dazu Abwehrdreieck, ja, das, die Zahl 3, ganz wichtig. Es sind nicht nur die Innenverteidiger, sondern es ist ein Jonas Meffert, der vorzüglich Staubsauger gespielt hat. Der es wunderbar in Aue gemacht hat, immer schön gehört abgekippt. Ganz fest dazu. Egal, ob da noch 10 andere wahnsinnig starke Hamburger auf dem Platz stehen. Unterschiedsspieler. Was ich auch recht wichtig finde, das sagt Ole Werner auch gerne auf den Pressekonferenzen vorspielen, du darfst dich nicht bis zur Unkenntlichkeit verändern, du musst auch dein Spiel durchziehen. Ich sehe da wirklich die Möglichkeiten, dass du dem HSV dann auch selber beikommen kannst. Ich finde, wenn es noch einer Motivation gerade in Bezug auf Terodde bedurft hat, dann ist es, dass er nach dem Spiel doch gesagt hatte, Aaron Hunt hätte ihm gesagt, er hätte gegen Pauli 4 oder 5 Tore machen können und er sagte, vielleicht dann ja gegen Kiel. Das werden sich Kollegen wie Hauke Wahl und Co., glaube ich, ganz genau angehört haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn es so ein bisschen geistige Motivation aus Fußball-Deutschland gibt, dann sind doch die Daumen wohl eher für Holstein gedrückt, damit der HSV nicht ganz nach oben enteilt. Ich würde sagen, Niklas, das war's für diese Woche wieder von Holstein 1:1, der KN-Talk aus dem Gutenberg. Wir wünschen eine schöne, gesunde Woche mit der Krönung dann nicht am Wochenende, sondern erst am Montagabend mit dem Nordderby Holstein-Kiel gegen den HSV. We'll be right back.